was letzte Folge geschah. Da war er doch eben. Da ist er echt. Nein, da ist er. Er kommt. Oh Gott. Ich mach jetzt erstmal so. Hier auch nochmal einen Block. Der bekommt mich niemals. Nein, da ist doch so. Du kriegst mich nicht. Lass mich in Ruhe. Und jetzt langsam ergibt alles einen Sinn. Die Kreuze, das Skelett. Sie halten irgendwie Fackeln in der Hand. Scheinbar suchen sie jemanden. Ich gehe da mal ganz vorsichtig hinterher. Die gehen zu unserem Haus. Die gehen alle. Ich glaube, die klopfen gerade an unserer Tür. Klopfer unserer Tür. Okay, ich geh jetzt ganz schnell zu unserem Haus. Stopp mir mal, stopp mir die Sachen. Und hau dann erstmal ab. So, ich schreibe Ihnen Folgendes. Ich habe euer Spiel durchblickt. Ich muss mich wohl getäuscht haben, das Schild haben. Gomme. So, Mauzi. Mauzi, wir machen uns weg. Wir müssen weg hier, Mauzi. Mauzi, komm mit. Wir müssen ganz schnell weg von hier. Mauzi, komm mit. Schnell. Immer hier weiter. Immer weiter. So. Oh Gott, das Piranha-Becken. Mauzi, fall da nicht rein. Fall da bitte nicht rein. Guck da am besten auch gar nicht rein. Die sind stärker als du. Die sind viel, viel stärker als du. Bitte folge mir einfach jetzt. So. Was mache ich denn jetzt? Die sind ja gerade auf der Suche nach mir. Ich kann mir gut vorstellen, dass die komplette Insel nach mir durchsuchen werden. Das heißt, die könnten an jeder Ecke irgendwie auftauchen und uns irgendwie fangen wollen. Anscheinend stecken die alle mit da drunter und vielleicht hat der Priester den Weg in das Dorf ja schneller als ich geschafft und hat deswegen denen bestimmt Bescheid gegeben oder so. Keine Ahnung, ich kann mir das nur so vorstellen, weil die haben mich alle gesucht gerade. Alle einfach. Oh Mann. Wo gehe ich mal hin? Das ist jetzt die Frage. Ich könnte auch nochmal nach da vorne gehen. Vielleicht nochmal zu unserem Schiff. Nochmal ganz zurück, so. Zurück zum Anfang. Da, wo alles begann. Oder wir gehen da oben auf den Baum rauf. Das ist jetzt die Frage. Auf den Baum rauf oder nicht auf den Baum rauf? Mauzi, warte mal, habe ich für dich gerade irgendwie... Hier, nimm erstmal für dich erstmal ein bisschen Essen. Du hast doch auch schon Ewigkeit nichts mehr gehabt. Okay. Tja, ich habe noch ein Bett. Ich glaube, ich werde mal hier eben mich irgendwo verkriechen. Wir können ja, das ist die Idee. Wir gehen da vorne in die Höhle, wo der andere gestrandet ist. Also in seinen Unterschlupf. Mauzi, ne? Du, dir geht's wieder gut? Sehr gut. Und wir können da ja unser Bett aufstellen und dort erstmal übernachten. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Ja, das machen wir. Da vorne, das müsste ja... Ja, wir kommen da gleich hin. Zum Glück haben wir den Atlas, sonst würde ich das vielleicht... Ja, vielleicht gar nicht mehr wiederfinden. Obwohl doch, der Eingang, der war ja markiert. Da leuchtete ja eine Fackel. Mauzi ist immer schön bei uns. Ich glaube, das war wirklich ganz gut, dass ich mir mein Bett noch auf den Rücken geschnallt habe. Guck mal, hier ist das irgendwo. Wo ist denn das? Wo ist das denn? Mauzi? Bleib mal eben hier. Bleib mal eben da. Wo ist das denn? Mauzi, was willst du denn? Mauzi, wo ist denn hier der Eingang? Angeblich stehe ich ja genau drauf. Ich sehe auch keine Fackel mehr hier. Was sagst du? Bei dir ist der Eingang. Das ist der Eingang. Nee, das glaubst du doch nicht selber. Hier sind Steine. Wo haben sie das? Ach, das haben die vielleicht zugemacht. Ich muss hier alles beobachten, ne? Die könnten jederzeit hier wieder aufkreuzen, aber... Nee, guck mal, Mauzi, das ist falsch. Du hast dich getäuscht. Du hast dich getäuscht, du kleine Schnuggeli, Schnuggelbutz. Hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Oh, da ist doch was. Wir sind doch hier. Okay. Mauzi, du hattest recht. Das heißt, die haben das irgendwie zugeschüttet. Die haben vielleicht bemerkt, dass ich hier drin war. Das ist hier wieder. Schaut euch das mal an. Oha. So, ich stelle jetzt mal hier das Bett auf. So, Bett steht. Mauzi, bleib du mal draußen und schieb mal Wache. Falls da jemand kommt, dann ganz laut mauzen oder mir auf den Bauch springen, okay? Okay, gute Nacht. Was denn, Mauzi? Ist da jemand? War da jemand, Mauzi? Warum wächst du mich? Lass mich doch mal schlafen.
Naja. Motzi, wirklich keine du musst genau aufpassen. Nicht einfach so mauzen. Also gute Nacht. Boah. Guten Morgen, Motzi. So, das nehme ich wieder mit hier. Ich weiß nicht, ob ich das hier wieder zumachen soll. Sollte. Moment, Bett aufheben. Macht das Sinn? Motzi, war hier was? Okay. Ich sehe jetzt hier niemanden. Zum Glück haben wir gerade wieder ein wenig Sonne. Und wir haben die Nacht überlebt. Also, Motzi hat uns nicht mehr weiter geweckt. Das ist schon mal ganz gut. Motzi, hast du fein gemacht. Wirklich, du bist jetzt wahrscheinlich so müde. Hier, könnt ihr erstmal einen Fisch. Der Blick geht in die Ferne bei ihr. Oh, ist das... Oh, ja. Die Ferne. Da möchte man einfach jetzt nur noch in Urlaub, wenn man das sieht. Ne? Urlaub, Freiheit, Glück. Oh, guck doch nicht mich so an, Motzi. Oh, du schnurrst doch noch. Du bist eine Feine. Was würde ich nur ohne dich machen? Ich glaube, ohne dich würde ich hier total durchdrehen. Yeah, my baby. Not me. Motzi, komm, wir gehen da lang. Da unten dürft ihr... Ich schätze mal, dass hier der Punkt ist, wo wir gekentert sind. So, aber ich muss auch mal einen Happen essen. Lecker. Habe ich noch irgendwie was? Ne, ich habe gar nicht mehr so viel. Ich muss mal den Ofen anschmeißen. Motzi, folge mir. Wir gehen zum Boot. Und immer schön aufpassen, ob du jemanden siehst. Hier überall könnten welche lauern, Motzi. Überall. Okay, also die Dorfbewohner sind gegen uns. Der Priester ist gegen uns. Sie jagen uns, sie wollen uns opfern. Sie wollen uns umbringen anscheinend. Oh Gott. Und wahrscheinlich suchen die uns immer noch. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht beraten die sich gerade. Wenn ich doch nur den Weg wüsste von hier in die Lebensstadt. Wenn ich doch nur irgendwie wüsste, wie es so ein bisschen zurückgeht. Das wäre schön. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie der Weg dahin ist. Aber vielleicht sollte ich schauen, dass ich vielleicht trotzdem von hier wegkomme. Vielleicht ist da in der Nähe irgendwo eine andere Insel. Motzi, wo bist du denn schon wieder? Komm jetzt mal schnell mit hier. Komm mal schnell mit. Wir haben es ein wenig eilig, Motzi. Das ist sie gar nicht mehr gewöhnt, so viel zu laufen. Oder sie wurde von den Dorfbewohnern manipuliert. Ich weiß es nicht. Oder Motzi hat einfach nur Läuse. Kann ja auch mal hier vorkommen, hier so im Urwald. Also, ich meine, das kann mal gut und gerne vorkommen, dass sie Läuse hat und dann einfach sich mal kratzt oder so. Oh, warte mal, den muss ich da unten eben erledigen. Motzi, ein wenig Abstand halten hier bitte. Oder willst du mit angreifen, Motzi? Ich habe vor dem keine Angst mehr, so wie am Anfang. Nee, ich habe ja ein Schwert. Nein! Nein! Aua! Aua, aua, aua! Eieieiei! Au, 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 au! Da wird mir ganz schlecht. Da wird mir ganz schlecht. Motzi, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Die sind doch stärker, als ich dachte. Boah. So. Hä? Habe ich mich getäuscht? Oh nein, nicht noch einer. Nicht noch einer. Motzi, schnapp ihn dir. Oder wir laufen einfach mal weiter. Wir laufen weiter. Da vorne. Schaut mal, da vorne ist es. Moment. Ich bin bestimmt gerade auch an unserem ersten Unterschlupf vorbeigelaufen. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Da vorne ist noch unser Schiff. Tja, da sind wir wieder. Ich muss aber ganz vorsichtig hier sein. Nicht, dass jetzt jemand hier um die Ecke gesprungen kommt. Ganz, ganz vorsichtig. So, Motzi. Da sind wir wieder. Das dürfte dir ja auch bekannt vorkommen. Was mache ich denn jetzt mal am besten? Ich glaube, ich stelle mal eben hier eine Werkbank und einen Ofen auf. Oder wir gehen erstmal auf das Schiff. Motzi, was meinst du? Erstmal auf das Schiff oder hier erstmal den Fisch braten? Also ich bin eher erstmal auf das Schiff rauf und dann machen wir uns hier irgendwie so eine kleine Höhle. Oder? Bleib du mal hier sitzen. Feine Katze. Und ich gehe da mal eben rüber. Habe ich noch ein paar Slaps? Ja. Sogar ordentlich Fäden. Das sollte sogar hinhauen. Um uns mal eben hier so einen Weg rüber zu setzen. Ah, ich brauche 30. 30 Slaps. Okay, dann baue ich mir mal eben schnell eine Werkbank. Oh, ich hatte ja schon eine. Ach, Mann. Doppelt hält besser. So.
Damit haben wir genug. Ich glaube, das ist wirklich ganz sinnvoll, wenn wir hier einfach mal einen Weg rüberführen. So, da haben wir sie. Da haben wir wieder mal eine kleine Brücke. Ich glaube, das ist ganz gut. Da kommt Maus ja auch hier später, falls wir nochmal mit ihr rüber wollen. Hier besser hin. So, die Brücke steht. Wunderbar. Und jetzt können wir hier mal eben gucken. Hier haben wir auch noch ganz viele Fäden und Wolle. Wolle brauche ich ja jetzt eigentlich nicht mehr. Hier ist auf jeden Fall schön warm. Ein neues Buch liegt hier nicht drin. Wir haben aber Kohle, die kann ich gut verwenden für das Braten später. Haben wir hier noch einen Ofen irgendwie drin? Huch, war der Block schon mal da so komisch? War hier vielleicht nochmal jemand? Wollten die hier vielleicht auch so zumachen? Hier sind Bücherregale noch. Also hier hat sich nicht viel getan. Kommt, eine Angel. Was ich mir auch noch gut vorstellen kann, dass wir vielleicht mal in der Nacht zurückgehen. Ja, das machen wir, komm. Wenn die Nacht wieder einbricht. Wir werden nochmal vorsichtig in Richtung Dorf gehen. Und dort werden wir dann mit dem Gedankenleser versuchen, einen Dorfbewohner, während er schläft, ja mal, ja, also von dem zu erfahren, was der denn so denkt. Also ich glaube, das ist wirklich ganz cool. So, Fische, Fische, Fische. Da sind doch schon welche. Beißt mal an, ihr lieben Fische. Ich habe Hunger. Und Mautzi auch. Jawoll. Was habe ich? Nö. Ach, da habe ich irgendwie so ein Plunder, so ein Name-Tag oder so gerade gezogen. Was soll das denn? Immer dieser ganze Abfall, der im Wasser schwimmt. Das kommt wahrscheinlich sogar noch von unserem Boot. Wisst ihr? Noch von dem Moment, wo wir gekentert sind. So, das lassen wir hier. So, jetzt auch nochmal. Und... ah, nichts bekommen. Hab ich ein Pech. Vielleicht gibt es ja auch gar keine richtigen Fische mehr. Nur so Haie und sonst was. Vielleicht haben die Haie auch schon einfach die ganzen Fische gegessen. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Jetzt erstmal hier. Lecker, lecker. Ein Happen essen. So, okay. Aber hier habe ich jetzt nicht viel verpasst. Dann gehe ich mal wieder rüber. Zum Glück haben wir hier eine Brücke. Ich erinnere mich nur an die Haie, wie sie uns damals hier gejagt haben. So. Schnell hier rüber, dann baue ich mich, glaube ich, da vorne mal so ein wenig rein. Ja, das mache ich. So, zack. Da vorne baue ich mir mal so einen kleinen Unterschlupf und warte da vielleicht, bis es Nacht wird. Ne, Mautzi? Immer schön aufpassen, ob da jemand kommt. So. Zack. Was denn, Mautzi? Da war einer. Ach, Quatsch. Ich habe doch gerade selber geguckt, da war keiner, Mautzi. War da gerade ein Geräusch? Ein wenig Holz brauchen wir vielleicht nochmal, denn ich würde vorschlagen, dass wir als nächstes einfach mal uns ein kleines Floß bauen, um nochmal vielleicht ein wenig hier rumzuschwimmen, ob wir vielleicht auf Anhieb eine Insel irgendwie in der Umgebung finden. Deswegen, ich glaube, das ist wirklich das Beste, was wir jetzt machen können. Also jetzt erstmal hier schnell ein wenig Holz, so zack, damit haben wir schon mal hier ein Boot fertig. Und damit, Mautzi, ich komme gleich wieder. Ich komme gleich wieder, Mautzi. Ich möchte nur mal ganz kurz mit dem Boot nach da vorne. Was denn, Mautzi? Was sagst du? Oh, oh Mann! Oh, 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 oh.